Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Diablo Immortal und ich hoffe, diesmal ist der Gaming-Sound besser. Also was heißt der Gaming-Sound, sondern meine Stimme, eher gesagt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Sound so findet. Ich habe da immer so ein paar Probleme. Und wir sind hier auf dem Server, ihr wisst ja Bescheid, den anderen, das funktioniert nicht mehr. Ich habe auch vorhin noch mal reingeschaut, geht einfach nicht mehr. Ich schalte aber erstmal diese Feuerschalen hier aus. Ich habe vor der Aufnahme noch ein bisschen was eingesammelt, damit die ganzen Mühlen hier und so arbeiten, ne? Damit wir jetzt in der Folge einmal komplett ausbauen. Würde mich übrigens auch freuen, wenn ihr Like und Abo da lässt, Leute, ne? Der Kanal muss wachsen. Okay, hier ist schon komplett Schicht im Schacht. Komplett Holz leer gesägt. Beim Stein dauert das, glaube ich, ein bisschen länger, ne? Aber egal. Darum geht es ja nicht. Wir haben ja jetzt einfach... Hä? Genug Kram für die Burg, genau. Und dann müssen die Bäume hier einmal weg. Ich weiß nicht, ob ich dieses kleine Stück auch noch mitnehmen soll. Ich überlege gerade, aber was kann man da Großartiges hinstellen? Gut, das könnte vielleicht gut für Kisten sein. Ah, oder lieber den Platz erstmal nach oben ausbauen. Das ist die Frage der Fragen. Das sind immer diese kleinen Sachen, wo man sich unsicher ist. Haben wir überhaupt Stein? Das heißt, wir müssen uns eh hier ein bisschen Stein rausklauen. Ich glaube, wir nehmen das aber mit. Ah. Natürlich, Blut fehlt. So. Haben wir uns jetzt mal mitgenommen. Ja, gut. Bis wir dann erstmal hier hinstellen. Und hier müssen wir auch alles umstellen. Ich habe auch hier mir ein paar Kisten daneben gestellt, weil wir so wenig Platz hatten. Ich muss mir unbedingt dieses eine Rezept holen. Für die großen Kisten. Ach, hör doch auf. Hör doch auf. Jetzt aber. Wollte schon sagen. So, dann bauen wir noch ein Tor rein. Gut, die müssen dann einmal mitgenommen werden. Alles, was jetzt im Weg steht, müssen wir einmal kurz in die Mitte ziehen. Und der Baum muss weg. War ja klar, dass wieder irgendwas im Weg stehen wird. Naja. So, dann. Ups. So, dann wird er mal abgeholzt. Und zack, zack. Ich wollte schon sagen, stand ich da etwa im Weg? Wahrscheinlich. Aber gut, dass ich... Oh nein. Gut, dass ich schon vorher die Produktion angeschmissen habe, weil so kann man einfach schnell einmal hier alles bauen. Und dann richten wir uns die Räume mal richtig ein. Ich würde sagen, der Platz hier unten ist aber schon relativ gut. Muss ich mir nur überlegen, was nach unten kommt und was nach oben kommt. Wird, warte mal, die Etagen. Ach, die Werkstatt wohnen habe ich auch schon. Gut. Das ist gut. Dann würde ich sagen, Werkstatt hierhin. Oder Werkstatt hier hinten hin. Ah, jetzt kommen wieder die Probleme, Leute. Jetzt kommen wieder die Probleme. Ich würde sagen, Werkstatt kommt bis hierhin. Obwohl, die brauchen eh Bretter. Wir machen erstmal hier. Kommt Werkstatt, dann kommt das hier so rein. Dann machen wir da gleich zu. Ach. Ja, ich merke schon, woran der Fehler liegt. So. Ein bisschen Blut brauchen wir auch wieder. Nehmen wir und mopsen wir uns mal hier was raus. Gönnen wir uns mal. Sache, wir machen jetzt hier erstmal zu. Sehr gut. Dann kann das auch wieder rein. So. Ja. Ich beanspruche. Alles gut. So.
Einmal weg den Kram hier. Dann würde ich sagen, bauen wir hier nochmal Wände hin. Zack, zack. Und hier einen Torrahmen rein. Und dann haben wir einen kleinen Werkstattraum. So viel Platz brauchen wir da eigentlich eh nicht. Ich denke, das sollte reichen, oder? Kommen hier eine große Kiste dann rein. Und die Werkbank kommt hier rein. Und dann später halt diese Ecke hier. Diese, ihr wisst schon, was ich meine, für die Holzverarbeitung. Aber ich würde sagen, so ist das schon ganz gut. So gefällt mir das schon. Und da hatte ich hier eine Kiste für Holzkram. Dann haben wir schon mal den Raum sogar mit passendem Boden. Perfekt. Perfekt. So. Dann kommt jetzt nochmal was komplett anderes. Und zwar machen wir den Eingang hier oder dort? Ah, ich würde sagen hier. Hier kommt die Schmiede dann. Ah, ich glaube, da müssen wir später wieder komplett umbauen. Die Schmiede, die wird so oder so nach oben kommen, würde ich sagen. Warte mal, die müssen doch auch in die Werkstatt. Okay, wir werden die Werkstatt größer machen müssen. Vielleicht nehmen wir den ganzen Platz für die Werkstatt. Wir nehmen den ganzen Platz für die Werkstatt. Jetzt habe ich zwar Material verschwendet. Aber Leute, so ist das. So ist das leider. Wir machen eine große Werkstatt. So, dann hauen wir das mal raus. Fehler von mir leider. Blut. Blut und nochmal Blut. Denn dann kommt nach oben, kommen die Schmelzöfen und so rein. Dann wird oben der Raum dafür sein. Dann haben wir halt eine größere Werkstatt. Ist auch okay. Ich denke, das ist ganz cool. So. Ja, hat was. Okay. Dann kommt die Gerberei erstmal hier in die Ecke. Haben wir eh noch nicht so viel dafür. Okay. Ich glaube, die Truhe mit der Rüstung, die will ich auch hier haben. So, das sieht auch schon mal ganz nett aus. Bauen wir auch direkt droben. Ich sag schon, ey, ich kann nicht mehr sprechen. Wie viel haben wir noch? Okay, das ist einiges. Damit kann man viel anfangen. Hier haben wir Eisen. Gut, das können wir nicht abbauen. Das wird uns dann im Weg stehen, aber wir nehmen uns einmal die Fläche hier. Und dann kommt, ups, hier die Werkstatt dann später hin. Vielleicht sollen die Schmelzöfen jetzt schon nach oben? Ich glaube, die sind hier unten erstmal besser safe als da oben. Warum haben wir überhaupt eine Ratte hier rumlaufen? Ist mir jetzt erst aufgefallen. Machen wir das erstmal so. Knochen raus. Weg damit. Kommt die Blutpresse erstmal so lange da hinten hin. Passt so. Okay. Brauchen wir noch irgendwelche Gebäude? Ich glaube erstmal nicht, ne? So. Die Feuerschale kann dann auch weg. Weg damit. Ups. So, das ist erstmal provisorisch, Leute, ja. Das wird noch alles aufgebessert. Es kommt mit der Zeit. Es kommt alles mit der Zeit. So, dann können wir die hier einlagern. Fertig. Ach ja, unsere Blumen, ne?
Die setzen wir mal oben. Ach komm. Nein. Ui. Das wäre es jetzt gewesen. Hier. Die Bäume würde ich jetzt eigentlich ungern pflanzen, weil so wirklich brauche ich den Kram nie. Hat das schon mal jemand von euch gebraucht? Also ich. Also hier gibt es mehr als genug Bäume eigentlich. Aber egal. Wer es braucht. Ich hab noch einen. Okay. Ich hatte noch einen. Habe ich ein bisschen mehr bekommen? Kann das sein, dass ich mehr jetzt habe? Waren das nicht vorhin nur 6? Aber egal, ich will mich nicht beschweren. Dann kommt hier wieder das Blut hier rein. Hier haben wir den Kram. Gut. Muss auf jeden Fall gucken, wo ich die Knochen sammle. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt den ganzen Kram hier. So, hier haben wir eine Kiste mit den ganzen Blumen und so, ne? Sammeln wir die Knochen erstmal hier. Bis wir größere Kisten haben. Ich hatte noch Kisten für Steinkram. Genau. Das kommt dann mal schön hier mit. Dann kann ich da die Ziegel einmal reinballern. Ach, bis das mit der Burg wieder wird, ne? Das wird noch ein langer Weg, Leute. Das wird leider noch ein langer Weg. Obwohl, die kann ich einmal hier reinhauen, alle. Und die hier rein. Bisschen Holz. Weiter und fertig erstmal. Würde ich sagen, das passt so erstmal. Sieht schon mal besser und ordentlicher aus und wir haben ein Dach endlich über dem Kopf. Inventar ist leer. Wir sollten uns mal ein bisschen Salbe machen eigentlich, ne? Aber egal, ich würde sagen, wir sammeln unser nächstes V-Blatt. Gut, Kiste, ne? Ah, worauf bin ich jetzt nicht so heiß? Was gibt es noch? Verschlinger ist ganz gut. Hiervon feiere ich die Attacke von dem. Hatte, ja, alchemitisch, das ist halt auch das nächste, was so interessant wird, würde ich mal sagen. Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns den Typen. Aber wie machen wir es jetzt bessere Rüstung? Wir müssen auf jeden Fall viel Papier auch sammeln. Dieses Blut verfolgen wir. Und wir gönnen uns die Kiste. Ah, ich kann sagen. Wo haben wir hier das Portal nochmal in der Nähe? Gut, da hinten. Und unser Pferd ist leider weg, Leute. Bob ist leider weg. Und zwar war da ein anderer Vampir und ich dachte mir, ey, guck mal, ich werde auch immer angegriffen. Warum greife ich nicht auch jemanden an? Hab ihn fast kaputt gemacht. Hab mich vom Pferd bekommen. Und wisst ihr, was passiert ist? Er hat mir das Pferd abgezogen. Mit dem Wasser. Er hat einfach mein Pferd abgezogen. Ah ja, so ist nun mal das Leben. So, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht mal einen Cut und sehen. Ui, sie sind noch Totenkopf für mich, ne? Ah! Gut, 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 gut. Und ich bin falsch gelaufen. Ich bin falsch. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind hier wieder unten bei meinem Bro. Ich würde sagen, wir machen die hier mal alle kurz kaputt. Auch wenn die jetzt nicht so viel aushalten und so. Bisschen Kram finden wir hier auch. Ich würde sagen, gleich nehme ich auch ein bisschen Kupfer hier mit, ne? Nicht alles, aber hier unten, was hier unten alles so ist, würde ich sagen. Sollten wir aber eigentlich easy legen. Hey. Nicht so aggressiv hier. Hui. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Kollege. So nicht. Hey. Nicht, dass uns gleich noch einer hier in die Quere kommt und
Ihr wisst schon was. Aber der Kampf, der ist easy. Ah. Wieso nicht? Gut, dann haben wir den schon mal gesnackt. Dann sammle ich jetzt hier das ganze Erz auf. Und Kupferkram und so. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten B-Blood. So, auf dem Weg zum nächsten habe ich gemerkt, beziehungsweise ist mir eingefallen, dass hier noch ein V-Blood unterwegs ist. Wir machen erstmal diese Dudes hier kaputt. Bevor die mich hier dabei nerven beim Kampf, weil wir haben Tag. Ungeziefer gesagt. Ah, die könnte ich gebrochen im Kampf, aber egal. Den sollten wir trotzdem down bekommen. Machen wir den noch schnell. Aber ich habe schon vergessen, was der überhaupt noch mal gibt. Ich weiß gar nicht mehr, was der so als Rezept gibt. Hab ich voll vergessen. Ach, hör auf. Der macht doch so Raserei, ne, für die. Oder dass die irgendwie mehr aushalten, oder ich weiß es nicht mehr. Ach, hör auf. Nein, 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 nein. Komm, geh jetzt drauf. Ach, das zieht Zeit. Das zieht Zeit, Leute. Der Glück. Der hat sowas von Glück. Dass es Tag ist. Ja, jetzt weicht der Daumen raus. Ach komm, haut ab. Haut ab, Leute. Ja, selber schuld. Selber schuld. Und dann würde ich sagen, ein bisschen Leben tanken und dann geht's endlich zum nächsten V-Blood, der den Verschlinger bringt. So, wir haben sie gefunden. Es ist sie doch, oder? Ich meine, es ist sie, Lydia. Das muss sie sein. Und das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ja, das ist sie. Fühlt sich gerade sehr gefährlich an, mit dem ganzen Kram rumzulaufen, den wir so in der Tasche haben. Aber ich habe jetzt keine Lust noch extra diesen ganzen weiten Weg zurückzulaufen. Was sollten wir eigentlich schaffen? Wir haben ja schließlich auch Nacht, ne? Vorhin war hier nur noch ein anderer Dude, der hier auch am Rumlaufen war. Ich hoffe, der kommt mir nicht in die Quere. Natürlich kommt da irgend so ein Lappen und der nächste Lappen auch. Ach, hört doch auf. Lasst mich doch in Ruhe hier kämpfen. So, wo bist du? So, gleich habe ich die endlich. Und dann können wir endlich nach Hause. Jetzt bleib doch hier. So, schnell gönnen, bevor das jemand anderes macht. Sehr gut, dann haben wir 3 V-Bloods erledigt. Das ist doch schon mal ganz gut. Bisschen Kram gesammelt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Base wieder. Okay, Leute, wir sind in der Base angekommen. Und wir haben uns noch ein Pferd auf dem Weg mitgenommen. Und das hätten wir sonst alles verlieren können.
Vielleicht nicht so heftige Kram, aber das von hier unten ist und dann diesen ganzen Weg hier nach oben, ne? Das ist schon ein bisschen kritisch, würde ich sagen. Ballern wir mal direkt wie hier die Hälfte rein und einmal hier die Hälfte. Mehrere Schmelzöfen machen wir noch in Zukunft. Das Ding ist, die ganzen Edelsteine hier, ne? Ah, gut, hat aber gepasst. Herzen. Ich habe halt ein bisschen wichtigen Kram mitgenommen. Die Blutessenzen hätte ich eigentlich liegen lassen können, was Wichtigeres mitnehmen können, aber ich war unter Druck, auch wegen den anderen Dude, der da rumgelaufen ist. Aber egal. Passt schon so. Wir haben drei Bücher und ein paar Seiten. Das heißt, wir können ein bisschen was lernen. Vielleicht ja ein bisschen bessere Rüstung. Das wäre mal ganz gut. Oder eher gesagt, auch hier wegen dem. Wie nennt man das denn jetzt? Ihr wisst doch, was ich meine. Bessere Keule, damit ich ja schon mal Eisen abbauen kann und so, ne? Ja. War ja klar, dass das sowas sein wird. Ich habe immer so ein Glück. Gut, das können wir dann zerkleinern. Haben wir denn schon Material überhaupt für den Verschlinger? Den haben wir ja jetzt gelernt, ne? Bretter brauchen wir. Aber dann können wir schon mal ein paar Sachen klein machen. Bretter. Haben wir hier Bretter drin? Haben wir. So, dann hauen wir den einfach mal hier in die Ecke. Da ist der erstmal gut. So, machen wir klein. Warte, ich kann direkt die Seiten rausnehmen. Nehme ich mir direkt die Seiten. 100. Zweimal können wir was Zufälliges lernen. Vielleicht haben wir Glück. Handschuhe, okay, das ist gut. Und Kette. Naja, okay. Kann nicht mit leben. Dann haben wir ein bisschen Haut. So, rein damit. Was gut ist, wir haben raue Faden bekommen. Was brauchen wir denn jetzt, um unsere Rüstung zu verbessern? Wir brauchen bestimmt Leder, ne? Ich nehme mal direkt mal Leder mit. Bevor ich hier unnötig hin und her laufe. Dann machen wir das einmal kurz. Ah, wir können auch bestes Kupferschwert, roher Saphir. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Kupferbarren brauchen wir so oder so. Also Kupferbarren und was brauchen wir hierfür? Okay, können wir uns noch nicht leisten. Roher Saphir. Na gut. Dann sind wir wieder ein Stückchen besser. Ich weiß nicht, können wir auch mit dem Schwert das Ganze machen? Warte mal, roher Saphir haben wir einmal hier. Ach. Ich wollte doch nur die zwei mitnehmen. So. Nehmen wir direkt mal Kupfer mit. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr. Wir nehmen das hier auch direkt mal hier raus. Warte mal, den ganzen Fadenkram und so nehmen wir hier mal. Zack. Das kann erstmal hier rein. Einigermaßen wertvoll, ne? Aber hier kommt eh erstmal keiner rein, würde ich sagen. Aber safe ist safe. So, dann machen wir uns mal bessere Hose, bessere Handschuhe und das bessere Schwert. Ach, wir können eigentlich direkt hier drin bleiben und uns ausrüsten. So. Dann will ich einmal ganz kurz testen, bevor ich hier wieder alles. Obwohl, das machen wir jetzt einmal schnell. Das machen wir doch. Jemand? Egal. Boom. Zack, zack, zack. Sortieren wir. Die Samen pflanzen wir oben. Ich habe auch zum ersten Mal diesen Schrägpilz gefunden. Den habe ich vorher noch nie, also auch in meinem anderen Spielstand, der so weit war, noch nie gesehen. Ich dachte mir, hä? Das ist doch dieser rote Pilz oder was das ist. Und dann sehe ich auf einmal, der ist schwarz. Dachte ich mir, könnte was Nettes sein. Und es war was Nettes. So, können wir Eisen abbauen? Nein, mit dem Schwert? Ja. Dann bauen wir mal unser Eisen hier oben ab, weil dann kann das in Ruhe neu spawnen. Och, komisch, nur mit dem Schwert Eisen abbauen. Aber egal. Ich will mich nicht beschweren. So, haben wir schon mal Eisen. Ich meine, hinten ist noch was. Eigentlich müsste ich hier mal die komplette Gegend. Hier war nämlich auch was. Aber egal, wir holen erstmal unser Eisen hier. Und sobald wie die Formeln für Eisen bekommen, können wir schon mal richtig loslegen. Eisen sammeln wir so lange in der Vampirkiste. Das ist das Coole, dass wir schon in diesem Gebiet sind.
dass wir einfach schon Eisen am Start haben. Ich habe einfach schon 260 Eisenerze. Nice. Nice, nice, nice. So, ich glaube hier oben, ja, das war's leider. Hier oben Eisen. Dann nehmen wir noch die Blume mit. So. Genau, in die Vampirkiste habe ich gesagt. Unser Pferd kann ruhig hier chillen. Zack. Genau, hier hinten ist der Kram. Hier so Pflanzen und so, ne? Alchemiezeugs. Wird alles noch umgeändert, Leute. Keine Sorge. Genau die hier. Ich weiß nicht, ob die sehr wertvoll sind. Ich packe die jetzt erstmal nicht in die Vampirkiste. Ich hoffe, die sind nicht so wertvoll, Leute. So, die Seiten. Die sammle ich hier. Kupfer und Brett haben wir. Kupfer und Bretter. So, knallen wir mal hier rein. Jetzt kommt hier rein. So, dann haben wir noch den ganzen Kram hier. Eisen, Kupfer. Zack. Und das Blut sammle ich erstmal so lange hier drin. Ja. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.